Russland und die Ukraine haben sich unter internationaler Vermittlung auf eine zweimonatige Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Entscheidung des Europarats. Russland muss für Schäden in der Ukraine aufkommen. Schwere Überschwemmungen in Italien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Manchester City steht im Finale der Champions League. Die Citizens gewannen überlegen gegen Real Madrid. Russland und die Ukraine haben sich unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Russland hatte mit dem Ausstieg gedroht, aber das für viele hungerbedrohte Länder wichtige Getreideabkommen gilt für weitere 2 Monate und erlaubt kontrollierte Exporte aus 3 ukrainischen Häfen. Tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Russland droht immer wieder, die Abkommen platzen zu lassen, weil seine eigenen Getreide- und Düngerexporte durch westliche Sanktionen behindert werden. Das erste Abkommen kam im Juli 2022 zustande, nachdem die russische Blockade der Schwarzmeerhäfen Sorgen vor einer Ernährungskrise geschürt hat. These agreements matter for global food security. Ukrainian and Russian products feed the world. Under the Black Sea Initiative, more than 10 million tons of food have been exported. Vital food supplies are reaching some of the world's most vulnerable people and places, including 30,000 tons of wheat that just left Ukraine aboard a WFP chartered ship to feed hungry people in Sudan. Zugeständnisse an Russland werden nicht erwähnt. Laut Moskau müssen noch Probleme auf technischer Ebene gelöst werden. Aus der Ukraine kam letztes Jahr über die Hälfte des Weizenbedarfs für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die Staats- und Regierungschefs des Europarats wollen ein Register der durch die russischen Aggressionen in der Ukraine verursachten Schäden erstellen. Dies ist ein erster Schritt in Richtung eines internationalen Entschädigungsmechanismus, der während des Gipfels in der isländischen Hauptstadt Reykjavik beschlossen wurde. Es herrschte Einigkeit darüber, dass das Moskauer Regime die Opfer in der Ukraine entschädigen und beim Wiederaufbau des Landes helfen sollte, sobald der Konflikt beendet ist. Dieser Gipfel von Reykjavik zeigt eindeutig, dass Putin mit seinem Kalkül gescheitert ist. Er wollte Europa spalten und hat das Gegenteil erreicht. Wir stehen in Europa enger zusammen als je zuvor. Das ist unsere gemeinsame Botschaft aus Reykjavik. Die geplante Organisation wird ihren Sitz in Den Haag haben und möglicherweise auch eine Schadensersatzkommission und einen Entschädigungsfonds einrichten. Es geht um die Frage, wie der Schaden für die Ukraine bezahlt werden soll und wie die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden können. Der ukrainische Ministerpräsident machte dazu Vorschläge. Today's decision to establish this register is without doubt historic. After that we should prepare the necessary legal framework for the confiscation of Russian assets and establish a compensation fund. So comprehensive approach includes creation of international tribunal. Laut der Generalsekretärin des Europarats sollen die internationalen Pläne zur Einrichtung eines Justizorgans zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression unterstützt werden. Die USA, Japan und Kanada schlossen sich den Bemühungen ebenfalls an und nahmen als Beobachterstaaten am Europarat teil. Mindestens 8 Menschen sind in Italien bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen ums Leben gekommen. Unter den Toten ist eine 67-jährige Deutsche. Betroffen sind die Regionen Marken und Emilia-Romagna. Mehrere Flüsse sind über die Ufer getreten.
Non possiamo escludere che ci siano ulteriori superamenti degli argini, così come è accaduto ieri alle 16. Rinnoviamo l'invito a tutti i cittadini a rimanere lontano dai fiumi, a non accedere per alcun motivo ai locali interrati o seminterrati e per chi abita vicino al fiume a tenersi al primo piano e non scendere al piano terra. Nach tagelangen sinnflutartigen Regenfällen ist auch die Lage in Bosnien-Herzegowina und Kroatien angespannt. Der Grenzfluss Una, ein Nebenfluss der Save, ist über die Ufer getreten. In Bosnien-Herzegowina ist der gesamte Kanton Una-Sana von Überschwemmungen bedroht, besonders das Gebiet um Bihać. In Kroatien ist die Region um die Touristenstadt Zadar betroffen. Und es wird mit weiteren Problemen gerechnet, weil die Regenfälle nicht nachlassen und die aus Slowenien kommende Save noch große Wassermengen mit sich führt. Migration ist eines der zentralen Themen des Wahlkampfs in Griechenland. An der Grenze zur Türkei steht schon eine Mauer. Hier nennt man sie den Zaun. Athen wird den Zaun verlängern, gleichzeitig aber auch das Aufnahmezentrum in Filakio ausbauen. Denn es soll sich auf keinen Fall das wiederholen, was im März 2020 geschah, als sich tausende Migranten an der türkischen Grenze versammelten und versuchten, ins Land zu kommen. Es folgten Tage heftiger Auseinandersetzungen zwischen der Armee und den Migranten. Drei Jahre später sind die griechischen Behörden zufrieden, der Zaun hat sich ausgezahlt. Das Aufnahmezentrum von Filakio wurde 2013 eröffnet und ist das älteste im Land. Es bietet Platz für bis zu 330 Asylbewerber und ist oft voll. Heute sind 121 Personen da. Die meisten wollen weiter nach Deutschland. I am from Syria. I 1 week to here. I'm so happy, and I coming my with my mom, my dad, and my brother. We will going to Germany. Migration ist nicht die einzige Herausforderung für die Region Evros. Die Bevölkerung altert. Junge Menschen ziehen nach Athen oder ins Ausland. Nur sehr wenige junge Menschen sind in Landwirtschaft und Viehzucht tätig. Viele glauben, dass erhebliche finanzielle Mittel für die Migranten ohne Nutzen für die lokale Gesellschaft ausgegeben werden. Έχουν κάνει, ας πούμε, είτε με το κιτ φυλακίου είτε με το φράχτη, έχουν δαπανηθεί και θα δαπανηθούν αρκετά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα προσφέρει πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, ας πούμε, όπως ένα εργοστάσιο ή μια βοήθεια στον πρωτογενή τομέα. Der Zaun soll in den nächsten 12 Monaten um weitere Kilometer verlängert werden. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα η Ελλάδα υποστηρίζει πως έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα. Βεβαίως η Αθήνα έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον φράχτη, όμως σημειώνει πως καθήκον της είναι η προστασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων. Από τον Εύρο και το Euronews, Apostolos Staikos. Eine Umweltkommission im nigerianischen Bundesstaat Bayelsa hat 11 Milliarden Euro als Entschädigung gefordert für die jahrzehntelange Umweltverschmutzung, die durch die Ölindustrie verursacht wurde. Laut einem Bericht der Kommission, der an diesem Dienstag in London vorgestellt wurde, seien die Ölkonzerne Shell und Eni für etwa 3/4 der Schäden verantwortlich. I hope that this report will make a difference, because a lot of persons out there in the world did not know that this level of atrocities have been going on in the Niger Delta and Bayelsa State. So this report is going to expose what Shell and Chevron and AGIP and ELF and the rest of them have been covering up for decades. Laut dem Bericht sind hunderttausende Menschen in Bayelsa gezwungen, auf verseuchtem Boden zu leben. An einigen Stellen seien erhöhte Werte von Schadstoffen aus der Ölproduktion wie Chrom im Grundwasser nachgewiesen worden. They should pay for the cleanup, because under Nigerian law, as indeed anywhere else, the polluter should pay. And the polluter in this instance is the oil industries.
Erst vor einigen Tagen urteilte der oberste Gerichtshof Großbritanniens, dass es für eine Gruppe von Nigerianern zu spät ist, Shell wegen eines Ölunfalls im Jahr 2011 zu verklagen. Der britische Energieriese hat in diesem Jahr den höchsten Gewinn in seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Gegen Shell laufen zurzeit in Großbritannien viele Gerichtsverfahren. Prinz Harry und seine Frau Meghan sind in New York stundenlang von Paparazzi gejagt worden. Laut einem Statement des Herzogs und der Herzogin von Sussex dauerte die nächtliche Verfolgungsjagd mehr als 2 Stunden. Dabei habe es mehrere Beinahunfälle gegeben. Harrys Mutter, Prinzessin Diana, war 1997 nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris bei einem Unfall ums Leben gekommen. Meghan wurde in New York auf einer Gala für ihr Engagement für Frauen und Kinder geehrt. Manchester City ist nach einer Gala-Vorstellung souverän ins Finale der Champions League eingezogen. Nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche fertigte man Real Madrid klar mit 4:0 ab. Ein Doppelpack von Bernardo Silva sowie Tore von Manuel Akanji und Julian Alvarez besiegelten das Halbfinale aus für die Königlichen um Toni Kroos. Wir haben ein Spiel verloren, wo ein Rival besser war als wir. La actitud, como puede pensar que la actitud no ha sido buena en una semifinal de Champions. La motivación, la ilusión era tope, han jugado mejor que nosotros, tenemos que aceptarlo también. Esta derrota es solo un paso para intentar de ser mejor el año próximo. Im Finale am 10. Juni in Istanbul trifft Manchester City auf Inter Mailand. Dann winkt den Citizens zum zweiten Mal die Chance, endlich den ersehnten Henkelpott zu gewinnen.